das Haus polarisiert. Und es gibt keinen, der irgendwie keinen Kommentar macht, so gut wie niemanden. Alle kommentieren das Haus. Wahnsinnig, boah, da will ich gern wohnen. Oh, so was Klassisches, toll. Oder wie kann man nur so bauen? Es ist ja total daneben. Es gibt nichts dazwischen, gar nichts. Nur yes or no. Außen Schindeln, innen alles andere als enge Schwarzwaldstube. Weltoffenheit und Heimat, hier haben sie beides. In Hongkong, Düsseldorf und Brüssel haben sie gelebt, aber Stella Jeckle wollte immer zurück in ihre Heimatstadt. Die Schindel ist für mich das Schwarzwald-Zitat. Es ist einfach, dass wir hier wirklich in Freiburg sind, im Schwarzwald, wonach ich mein Leben lang Sehnsucht hatte, vor allem als ich in Hongkong gelebt habe oder wir in Hongkong gelebt haben. Meine Sehnsucht nach dem Schwarzwald war also so immens. Und dann, als der Architekt kam mit den Schindeln, fand ich natürlich eine tolle Idee, sehr gewagt. Gedacht, ob das gut geht. Aber ich habe ihm da wirklich vertraut. Der Architekt hatte freie Hand. Nur sollte im Erdgeschoss eine Einliegerwohnung entstehen. Ich bin sehr begeistert von der Mischung aus Tradition, Schindelmotive und moderner Architektur. Das sind so mehr die metallenen Teile. Ganz am Anfang, wo die neu hier waren, waren die ganz hell alle, also so wie der Boden. Und das hat natürlich auch Charme gehabt, aber das sah alles noch so frisch und jung aus und so. Das Alter, das Haus wächst mit uns mit, altert mit uns mit und kriegt halt auch Patina und wird auch komisch und schrullig, auch im Alter. Hühnlein, but, 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 but. Hühnlein, ja komm, Schitzele, ja komm, putz, putz, putz. Also mein Traum, so am Wald zu wohnen, finde ich wahnsinnig. Einfach, ich liebe es, einfach in der Natur zu sein. Deshalb brauche ich auch die Hühner und brauche meine Katze. Und ich hätte am liebsten noch, ich glaube, ich bin eine Bäuerin ursprünglich. In Wirklichkeit ist sie Musikerin. Und über die Musik haben sie und ihr Mann sich auch kennengelernt. Ich war Mitglied in einem Akkordeonensemble in Freiburg, dem Merzhausener Akkordeonensemble. Wir waren weltberühmt und eines der besten seiner Zeit und hatten viele Konzerte. Und eines dieser Konzerte wurde meine Frau durch unseren Manager hin verschleppt zum Zuhören. Und da haben wir uns dann nach dem Konzert kennengelernt und lieben gelernt. Die Schlafräume sind extra klein gehalten, damit in der Mitte des Hauses ein Konzertraum entsteht. Wir wollten auf jeden Fall Musik machen können. Wir wollten einen großen zentralen Raum haben, wo man sich treffen kann, wo man Konzerte durchführen kann, kleinere Konzerte und wo eine gute Akustik ist. Also, das müsste jemand sein. 3, 4. Die Töchter, die Schwiegersöhne, das Haus bringt alle regelmäßig zusammen. Musik ist so eine verbindende Sprache. Ich brauche mich mit meinen Kindern nicht unterhalten lange. Ich meine, wir reden natürlich viel miteinander, aber wenn wir Musik machen zusammen, das verbindet so, das ist so ein gemeinsames Glücksgefühl, das uns einfach zusammen durchströmt, würde ich fast sagen. Oder auch mal, wenn man witzige Sachen spielt, wie jetzt mal ein bisschen Jazz macht oder so, da hat man einfach auch Spaß zusammen.